Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montagmorgen, es ist der 1. April. Wir machen uns jetzt mal gleich auf den Weg zum neuen Büro vom Joker. Das ist nämlich hier direkt über die Straße. Es ist hier in einer kleinen, beschaulichen Straße. Schön mit der Sonne. Es ist hier. Checkt es aus. Dein Gang. Hier geht's rein. Hier sind kleine Schaufensterchen. Ja, dann geht's hier weiter. Da ist noch ein Räumchen. Und dann zeige ich euch das Beste jetzt nochmal von hinten. Hinterhof hier. Checkt es mal aus. Hier. Guckt da, der Dürre schon Blumenernte. Da kann ich dann immer schön rausgucken. Es war wie gesagt richtig schwer, das zu bekommen. Ich zeige es euch jetzt nochmal von weitem. Das hier ist das neue Office. Ist so ein klassisches altes Ladengeschäft. War früher, glaube ich, eine Näherei drin. Und da wird ab jetzt richtig Joker-Alarm gemacht. Echt richtig schönes Wetter heute. Der ideale Tag, um loszulegen. Das ist ein richtig komisches Gefühl, jetzt nach dieser langen Zeit in der Emanuel-Kirch-Straße jetzt neu loszulegen. Da das Büro ja noch nicht fertig ist, eingerichtet werden muss und viel gemacht werden muss, haben wir den ersten Termin, den habe ich jetzt einmal ins Café verlegt. Und da findet jetzt gleich der erste Termin statt. Das ist ein Vorabcheck, wo wir einmal durchgehen, ob ich jemandem helfen kann oder nicht. Okay, das hätten wir geschafft. Ich habe euch natürlich ein bisschen angeflogen, heute ist der 1. April. Jetzt zeige ich euch das richtige Büro. Das ist nämlich direkt hier hinter mir. Und zwar ist es hier. Herzlich willkommen im neuen Joker Studio. Ich zeige euch das nachher nochmal von draußen. Im Moment ist es auch noch komplett nicht eingerichtet. Und zwar hier kommt man quasi rein und das ist dann der vordere Raum. Mega geilen Stuck an der Decke. Und ja, ich finde auch den Fußboden richtig geil. So eine alte Fliese, die mega cool ist. Dann geht's hier nach hinten. Da steht schon die Rechner von gestern. Kommt noch ein großes Regal rein. Hier ist so ein Bad-Thema. Peace out. Und dann geht's hier nach hinten. Das wird dann einmal quasi der Backoffice-Bereich. Das heißt, hier kommen Schreibtische hin. Hier werde ich aufnehmen, wahrscheinlich vor der Wand, muss man schauen. Da geht es quasi wieder nach vorne. Das ist sozusagen hier der Ladenbereich von meinem neuen Studio. Ich habe unten auch noch Räumlichkeiten, die will ich aber eigentlich im Vlog nicht zeigen. Da kommt auch viel Technik rein und so weiter. Das soll hier oben eigentlich relativ tight bleiben. Deswegen muss ich diesen ganzen Stuff auch noch aussortieren und alles entsprechend nach hinten bringen. Aber das hier wird auf jeden Fall das neue Joker Studio, was ihr auch kennenlernen werdet. Und wo ihr natürlich auch herzlich eingeladen seid, wenn das Ganze dann fertig ist, was natürlich noch ein bisschen dauern wird. Das Geile am neuen Büro ist halt, es liegt hier direkt in der Sonne morgens. Das heißt, man hat mega geile Morgensonne, wenn man hier rumsitzt. Direkt vor. Dann ist da drüben ein richtig geiles Café, wo ich morgens schön ein Käffchen trinken kann. Und hier wird ein richtig schöner Platz, auch für euch, sag ich mal, wenn ihr mal nach Berlin kommt, übers Wochenende oder so, werde ich am Freitag wahrscheinlich so eine kleine Meeting-Hour machen oder so. Das heißt, es wird dann immer eine Zeit geben, wo ihr reinkommen könnt, mal auf einen Kaffee, dass man mal kurz quatschen kann. Ich will den Raum auch so ein bisschen einrichten. Also so ein bisschen Apple, nicht Museum, ist Quatsch, aber halt so ein Apple-Style, wo man einen kleinen Kaffee trinken kann, Espresso zusammen, ein bisschen quatschen und die eine oder andere Frage vielleicht mal schnell beantworten, wenn es natürlich die Zeit hergibt. Aber das will ich vorzugsweise am Freitag machen für euch alle, wenn ihr mal in Berlin seid, dass ihr einfach mal rumkommen könnt. Und das haben wir jetzt vor uns. Beziehungsweise das wird jetzt die Schwierigkeit, dass wir jetzt wahrscheinlich erstmal einen Monat, vielleicht auch länger, das heißt die Einrichtung, die Ladeneinrichtung, wie es hier vorne sein soll, das habe ich in Joker Pros ja schon gezeigt, was da die Planung ist und auch wie es hinten werden soll. Das muss jetzt noch umgesetzt werden und das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, weil natürlich ich den Platz hier so effizient wie möglich haben will und gleichzeitig will ich den auch nicht vollballern, weil der ist natürlich kleiner als mein letztes Büro, aber auch natürlich sehr viel schöner und
passt, finde ich, in diesen gesamten Apple-Bereich sehr viel besser rein von der Ästhetik her, weil es einfach eine super renovierte, restaurierte Immobilie ist. Und ja, da hoffe ich einfach, hier einen schönen Platz zu schaffen, wo das ganze Apple-Thema würdig und auch einfach in einer schönen Umgebung bespielt werden kann. Das gilt für mich zum einen für meinen Support. Das heißt, ich will natürlich hier meinen Vor-Ort-Support, meine Kunden hier in Berlin natürlich hier betreuen. Zum anderen geht es aber auch einfach darum, meine Videos, das, was ich online mache, hier zu produzieren. Ich glaube auf jeden Fall, dass es hier richtig gut funktioniert, weil es einfach eine schöne Umgebung ist und ja, das im Video natürlich dann entsprechend auch gut rüberkommt, weil wir es einfach richtig geil einrichten werden. Und ja, ich freue mich auf die Zeit hier. Es ist wirklich super aufregend. Das ist halt so ein Gefühl, wenn man irgendwie mit was Neuem anfängt, bis es dann soweit ist, dass man in den neuen Räumlichkeiten ist und alles wahrnimmt und sieht, noch so, ja, fiktiv, dass man eigentlich denkt, okay, klappt das jetzt oder wird das überhaupt was oder doch nicht und so. Und dann ist man jetzt in den Räumlichkeiten und dann weiß man, jetzt geht's los, jetzt ist es real. Am Anfang habe ich überlegt, ob ich euch erstmal gar nichts zeige und das erstmal alles fertig mache, dass ihr es erst seht, wenn wirklich alles eingerichtet ist. Aber dann habe ich überlegt, es ist genau das, was ich ja in meinem Vlog zeigen will. Der Weg von gar nichts zu etwas. Und so ist es hier genau wieder. Ihr sollt sehen, wie es jetzt unfertig aussieht, damit ihr nachher den Prozess einfach nachvollziehen könnt, der sozusagen passiert ist. Weil bei vielen, denen man online zuschaut, da sieht man das Endprodukt und denkt, Wahnsinn, das ist ja mega, das kann ja gar nicht so schwer sein oder so. Und hier ist es halt so, du kannst den Prozess verfolgen von, ich habe gar kein Büro, zu, ich habe mein erstes Büro, zu, ich habe mein zweites Büro und richte das ein und die Hürden sind da und die Probleme treten auf und da ist dann irgendwann das Endprodukt. Das finde ich viel schöner, als euch einfach nur einen mega nice Place zu zeigen, der fertig ist. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, nee, ich mache das ganz normal so weiter, wie es ist, real life. Die sind eingezogen, das ist jetzt mein Office, es ist nicht fertig, ich kann keine Termine hier machen, das ist jetzt der Status Quo. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist die ganzen Kartons einmal zu sortieren. Wir haben die alle priorisiert, hatte ich auch erzählt, 1, 2 und 3 und alle, die 3 und 2 sind, kommen in den hinteren Bereich und alles, was 1 ist, bleibt hier oben auf der Laden-Studio-Fläche. Hey, was ist das? Das sind denn so jetzt in meinen Zeiten, ja? In deinem neuen Büro. Die Kaffeemaschine steht noch nicht, was soll ich machen? Ja, warum? Das muss das Erste sein, was du abbaust und das ist Erste. Ist wirklich so, ja, aber ich kann nicht die Scheiße mit ins Neue nehmen. Das muss was Neues werden. Helfen, die paar noch in den Keller zu bringen. Wie ausräumen oder wie? Soll ich dir denn noch hier, nachher nach meiner Tour noch die Regale anbauen, wenn du möchtest? Ja, muss ich nur meine Frau anrufen und sagen, du, ich komme jetzt mal ein bisschen später zum Armut. Ich muss bei Joel noch bohren. Nee, lass mal. Wir sehen uns morgen, oder was? Wenn du was kriegst. Ich krieg was. Ein kleines. Was kleines, schönes. Was kleines? Ja. Kein Samsung, mach dir keine Sorgen. Bis Danny. Tschüss. Spaß. Ciao. Guck mal hier. Schurmbesuch. Oh. Du wolltest dich schon abliefern, oder was? Hashtag Umzug. Bisschen schade, dass es kein Training gibt, was Umzug heißt. Ich habe wirklich heute einige Treppen hinter mir gelassen und ihr seht, ich habe schon einiges weggeschafft hier im vorderen Raum. Da ist im Moment, könnt ihr mal sehen, ganz spartanisch mein Schreibtisch. Der kommt noch nach hinten, aber hier ist schon ein bisschen mehr Platz.
Und hier ist quasi der Eingang für die Ladenfläche. Das meiste habe ich wirklich ganz nach hinten gebracht. Hier ist nur noch das, was wir hier vorne brauchen, habe ich im hinteren Raum. Das ist der Stuff und der Rest ist quasi einmal ganz nach hinten gewandert. Und jetzt warte ich noch auf den Malermeister, weil wir einmal checken müssen, wie hier die Wände nochmal gestrichen werden und Decken und so weiter. Das liegt noch an, der kommt jetzt gleich vorbei. Ja, schon wieder sehr, sehr krass im Planungsmodus. So. Auf jeden Fall ein schöner erster Tag, ein schöner erster Vibe im neuen Studio. Auch wenn ich gerade ein Ticket gekriegt habe. Ja, guter erster Tag. Wie ihr gesehen habt, gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Und das wird sicherlich auch noch ein paar Wochen dauern, bis das Ganze in so einem Setup ist, wo man sagt, das ist nice. So. Perfekt. So, ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, mein Ziel ist jetzt wirklich erstmal mit dem neuen Studio, wo ich einfach kontinuierlich Videos produzieren kann, Podcast produzieren kann, diesen Online-Bereich wirklich professionell aufzubauen. Das ist der nächste Step und parallel meine Kunden weiterhin zu bedienen bzw. auch für die da zu sein. Vielleicht auch jemand mit dazu zu nehmen, der den anderen Bereich ein bisschen abdeckt, den Vor-Ort-Support in Berlin. Wenn ich das soweit geschafft habe, dann ist der Hustle auch erstmal ein bisschen hinten an. Dann werde ich mir mehr Zeit nehmen, auch einfach für die Produktion und weniger ganz miesen Hustle, wie es im Moment ist. Hey! So ihr Lieben, es ist soweit. Der März ist vorbei, logischerweise. Deswegen gibt es jetzt die Auflösung der Nike Running Liste von März. Wir gehen hier gleich mal die 100er durch. Da sehe ich Julius, Markus, André, schöne Grüße. Niklas, Patrick ist auch dabei. Der ist regelmäßig am Aufzeichnen. Jan, Felix, Marco, Gökhan, Lukas, Simon, Tobias, Fristan, ihr könnt ja dann mal selber gucken, wo ihr so gelandet seid. Ist auf jeden Fall richtig viel am Start hier. Ich guck mal, Markus, das ist ein bekanntes Gesicht. Sabrina auf der 99, herzlich willkommen. Alina auf der 96, auch herzlich willkommen. ich freue mich ein bisschen, weil ich vor ihm bin. Erik, Lukas, Johnny, Jakob, Thomas, Guido, Henrich, Christian, Pierre neu dabei, Rufen glaube ich auch relativ neu dabei, Kati, Jan, Respekt, die 69 mit 25,86 Kilometern, super, Markus auch super dabei, Hannes, Simon, Justin, Stefan, Schwinghammer, Oliver Körner und wer kommt da, was sehen meine entzündeten Augen? Der Juju hat nochmal die 48 klar gemacht mit 39,85 Kilometern. Bin ich wieder einigermaßen back im Game. Bartosch hat sich gestern, glaube ich, noch vor mich geschoben. Benjamin, Thorsten, Christian, mein Vater auf der 33, auch nicht schlecht. Johnny Baldini, 28, also hier geht es jetzt richtig ans Eingemachte langsam. Paul Justen, der Gummivernichter mit 100 Kilometern, Respekt auf jeden Fall dafür. Johannes Carsten Lauble auch Respekt. Don Diego auf der 4. Steven E. ist auf jeden Fall neu dabei und hat erstmal 420 Kilometer aufgezeichnet. René Joker Pro auf der 2. Und Tom ist nach wie vor auf der 1 mit 616,9 Kilometern. Also, das ist die Running-Liste für den März. Bin gespannt, wie der April abgeht. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch wieder loslegen. Denke, dass wir morgen noch einen kleinen Run reinkriegen. Und werde jetzt den Vlog an dieser Stelle beenden. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Morgen habe ich den ersten Termin im neuen Studio, was ja überhaupt noch nicht fertig ist, aber ich muss weitermachen. Kann jetzt nicht Pause machen, sondern muss weiter schrubben. Und dann müssen wir auch noch nach Charlottenburg. Also morgen geht es auch wieder gut ab. Macht's gut, ihr Lieben. Schönen Abend.